Wo kommt eigentlich meine Weihnachtsgans her? Ja, ich würde sagen, das Nachhaltigste ist natürlich, wenn man eine regionale Gans aus Deutschland holt, sich direkt am besten vom Bauern. Heute sind wir ja bei uns einmal im Stall, wollten wir Ihnen gerne einmal zeigen. Das sind jetzt die Weihnachtsgänse, die zu Weihnachten geschlachtet werden. Die sind so um die 24 Wochen alt. Wir haben hier insgesamt auf unserem Hof so um die 10.000 Gänse, die wir jedes Jahr dann zu St. Martin und Weihnachten schlachten. Und warum habt ihr so viel Mais? Mit dem Mais ist mein Vater vor vielen Jahren mal angefangen und hat einfach gesagt, ich treibe die jetzt mal in den Mais rein und gucke, was passiert. Mein Opa war da gar nicht so überzeugt von. Er meinte, das ist doch eigentlich eine sehr unkluge Idee, weil die viel zu viel verlieren würden, war seine Meinung. Aber die suchen das sehr sauber nach. Das Schöne an dem Mais ist einfach, dass die Gänse Beschäftigungsmaterial haben, dass sie Schatten, also Schutz vor der Sonne haben und natürlich auch ganz viel Futter. Sie sind recht clever und verstehen dann auch sehr gut, wo der Maiskolben denn angesetzt ist und fressen unten am Stiel die Pflanze an, sodass der Maiskolben runterknickt und dann fressen ihn komplett auf. Also sind Gänse gar nicht dumm? Ja, der Spruch dumme Gans, würde ich sagen, ist nicht berechtigt. Eine Gans ist eigentlich sehr intelligent. Weshalb es zu diesem Spruch kommt, würde ich sagen, liegt daran, dass sie sehr vorsichtig ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein neues Tor aufmacht für eine Wiese, um sie in eine neue Wiese zu lassen, kann das ein paar Tage dauern, bis sie sich da endlich mal durchtrauen. Und daher rührt sehr wahrscheinlich der Spruch dumme Gans. Und wo bleibt der Gänsebraten? Also hier haben wir jetzt die klassische Weihnachtsgans einmal. Sind jetzt hier gerade in der Verpackung und werden die gleich in den Spezialbeutel verpacken. Wir verpacken die Gänse unter CO2 und Sauerstoff, das heißt eine Schutzatmosphäre. Damit haben die Abschlachtung 21 Tage Haltbarkeit. Wenn sie im Handel, in den Handel gehen, haben sie dann zwischen 17 bis 14 Tagen. So. Als nächstes wird dann Vakuum gezogen und das Gas verfüllt und damit wäre die Gans dann fertig für ihre Reise in ganz Deutschland. Wir vermarkten alle Gänse frisch, direkt an den Einzelhandel. Und wieso gibt es bei euch auch Würste? Ja, weil die Weihnachtsgans auch für viele Haushalte auch zu groß ist. Die Haushalte werden immer kleiner, kleinere Familien, auch Single-Haushalte. So kommt ja auch mal Genuss, Gans zu essen. So machen wir uns hier mal vier Gänsewürstchen statt den ganzen Gänsebraten. Hier zum Beispiel haben wir jetzt die Gänsebratwurst mit Trockenobst. Die ist auch inspiriert durch das Füllen der Weihnachtsgans zu Weihnachten mit Trockenobst, mit Apfel, Pflaume und Aprikose. So, dann wollen wir das mal abfüllen. Genau, kommt alles hier in den Füller, wo wir dann gleich die Würstchen machen. Wir stellen ausschließlich unsere Gänsewurst aus 100% Gänsefleisch her. Kein Schweinespeck, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker oder Emulgatoren. Alles in handwerklicher Produktion. Wir füllen alles in Schafs im Seitling, ist auch kein Schweinedarm. So kann auch jeder das essen, auch wenn man auf Schwein verzichten möchte.